Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute weiter mit der Story Quest, denn da ist eine neue Quest reingekommen. Und ich habe heute Sienna Soul dabei, denn viele haben geschrieben, dass sie es total cool finden, wenn ich nochmal Pferde reite, die ich schon länger nicht mehr geritten bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schnapp mir jetzt heute mal Sienna Soul, weil die ist ja jetzt auch im Stream dran. Also ich nehme jetzt natürlich gerade am Mittwoch auf. Und nehme sie mit. Und ist sie nicht hübsch? Oh, ich finde das so toll, das Pferdchen hier. Oh, was? Ah, du bist hier. Wir dachten, du wärst tot. Okay, toll. Notfalltreffen zur Suchtrupp-Organisation abgesagt. Komm, dann halten wir in Lindas Zimmer ein anderes Notfalltreffen ab. Boah, 80 Erfahrungspunkte gibt es einfach. Seht mal, wen ich gefunden habe. Dina. Dina, Aydin sei Dank, dir geht es gut. Alex hat uns erzählt, was passiert ist. Die vierte Nachtreiterin Irissa ist also angekommen. Oder zurückgekommen. Und Dina war so mutig, ihr hinterher zu reiten. Das Chaos hat die arme Maya voll erwischt. Sie wird doch wieder. Das hoffe ich. Sie ist nicht verletzt, nur sehr erschüttert. Thomas hat darauf bestanden, dass sie sich so lange freinimmt, bis sie sich wieder erholt hat. Düsterer als jetzt kann die Lage ja wohl nicht werden. Oh, was bin ich hübsch. Also natürlich nur im Spiel. Oh, Moment. Da kam gerade die Post. Da musste ich mal fix aufmachen. Doch, kann sie. Darko ist wieder da. Nein. Ich werde diese stachelhaarige Ratte ein für alle Mal auslöschen. Nicht, wenn ich ihn zuerst in die Finger kriege, meine blitzende Freundin. Wartet mal, ich will euren Wettkampf, wer Darko ausschaltet, ja jetzt nicht verurteilen oder so. Aber wir sollten da überlegt daran gehen. Die Nachtreiter haben jetzt alles, was sie brauchen, um die umgekehrte Lichtzeremonie durchzuführen und Garnok zu befreien. Du hast recht. Und damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie genau das tun. Das heißt, wir müssen in die Offensive gehen und ausstatten, trainieren und auf den Kampf vorbereiten. Ich sehe das wie Alex. Avalon und Evergrey sind noch dabei, die fehlenden Teile des Buchs der Lichtzeremonien einzusammeln. Bis sie alle haben, können wir die Lichtzeremonie nicht durchführen. Und Fripp kann uns auch nicht helfen. Der ist zu beschäftigt damit, durch die Realitäten zu reisen oder sowas. Hey, nicht so negativ. Es gibt doch auch etwas Positives, Sonnenschein. Wir haben einander. Ja, ich weiß. Wir strengen uns nur einfach schon so lange an und erreichen nichts. Das mag so wirken, ja, aber weißt du noch, als wir alle an Dolls Abbey standen, während Elisabeths... Du weißt schon. Fripp war verletzt. Concord noch so klein. Es hat sich angefühlt, als läge das Ende in unendlich weiter Ferne. Aber sieh uns jetzt an. Wir sind zusammen so weit gekommen. Ich wünschte, Elisabeth wäre hier, um uns anzuführen. Ich weiß. Wenn das hier wirklich das Ende sein sollte, werden wir sie stolz machen. Und für das kämpfen, was richtig ist. Für die Gerechtigkeit. Für Aydins Vermächtnis. Für die, die wir verloren haben. Für die Rache. Für die Hoffnung. Das finde ich schön. Hoffnung ist immer wichtig. Für die Hoffnung. Oh. Soul Rider, bewegt euch. Dina, wir beide treffen uns an der Druidenkoppel, um zu trainieren. Oh, okay, krass. Haben wir nochmal ein neues Druidentraining jetzt, oder was? Gut, ich bin mal gespannt. Mit dem heutigen Update sollte ja der große Knall kommen. Jetzt gerade hört es sich erstmal nur so an, als ob wir die Vorbereitung auf den großen Knall hätten. Von daher würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt kommt. Bin ich jetzt doch neugierig. Okay, gut, also Druidenkoppel, fahren wir hin. Gut, die Druidenkoppel. Ich bin ja mit Dina noch nicht mal ansatzweise so weit wie mit Tiffany. Und nicht mal mit Tiffany habe ich auch nur ansatzweise den Runerunner freigeschaltet. Also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich eigentlich kaum noch Privat-SSO spiele, komme ich hier echt nicht weiter. Das ist eigentlich traurig. So, da sind wir schon. Ich habe mir da was überlegt, nachdem wir diesen Puppen begegnet sind. Willst du es sehen?
Ja klar, oha, 475 Erfahrungspunkte für uns und 125 fürs Pferd. Oh mein Gott, was ist das denn? Wie cool ist denn bitte die Sackpuppe da? Die ist schon nice. Tada! Alex, du hattest schon immer ein Händchen für Schöpferische. Hast du dich von Nerissa inspirieren lassen? Warte, lass mich erklären. In letzter Zeit wollte ich mich an einer neuen Kraft versuchen. Ich habe in einem Buchhaus vor Maria, das Beatrix mir aufgedrängt hat, davon gelesen. Ich nenne es Sturmruf. Ist im Prinzip ein extrem aufgeladener Blitz, der unsere Feinde vernichtet. Oh ja, wenn es weiter nichts ist. Und woran könnte man den besser ausprobieren, als an diesen freakigen Puppen? Oh, guck mal, ja, geht's wieder gut. Jetzt ist Alex erstmal abgelenkt. Du hältst dich von jedem Ärger fern, ja, Cloudmill? Maja, bevor du jetzt denkst, ich müsste gesund gepflegt werden. Mir geht's gut. Nur ein paar Schrammen und blaue Flecke. Ich bin ehrlich gesagt hier, um mit euch abzuhängen. Passt das gerade? Kommt drauf an. Hat das nette Mädchen Leckerlis dabei? Tinky, ich habe ein Zuckerstück für dich, mein Junge. Yay! Sag ihr, sie kann so lange bleiben, wie sie will. Es passt immer. Dina und ich wollten gerade unsere Blitzkräfte trainieren. Ich habe diese Kartoffelsack-Doubles von Irissas Puppen gemacht, um sie umzublitzen. Wow, die sind gruselig. Ich verspüre das Bedürfnis, einen mit meiner Heugabel zu durchbohren. Ist was? Ich fühle mich schlecht. Ich habe euch beide zu Irissa geführt. Wenn ich nicht so naiv wäre, wäre das alles nicht passiert. Nein, ich bin schuld, dass du verletzt wurdest. Ich hätte spüren müssen, dass etwas nicht stimmt. Ach, Alex. Du hast schon immer die Beschützerrolle übernommen und versucht, die Gefahr abzuwenden, noch ehe sie da ist. Hm? Sie hat recht. Du beschützt deine Brüder, Maja, die Soul Rider, sogar mich. Du hast dir da eine schwere Last aufgebürdet, meine Liebe. Du kannst nicht kontrollieren, wo der Blitz einschlägt. Du musst einfach loslassen und darauf vertrauen, dass du die Dinge hinbekommst, wenn es soweit ist. Danke. Es tut so gut, das zu hören. Okay, fangen wir mit dem Training an. Bereit? Ist ganz einfach. Schleudere einfach jede Menge Sturmrufe auf die Puppen. Okay, dann wollen wir noch mal schauen. Ab wann? Oh, wo geht das denn? Okay, es geht nur, wenn ich in der Nähe bin, scheinbar. Und jetzt muss ich das einfach anklicken. Okay, die Anforderung ist erfüllt. Ach so! Hä, sie hat gesagt auf die Puppen, aber das ist doch nur eine. Perfekt. Oh, hat sich gelohnt. Was waren die 350 Schillinge? Bereit, was umzublitzen? Okay, das ist jetzt nochmal. Jetzt haben wir mehrere. Einmal, zweimal, dreimal. Ach so! Die brennt ja schon. Zack. Kann ich die nicht einfach auf meinen Haufen reiten? Das ist leichter als das mit dem Umblitzen. So. Die brennt auch. Gut. Und die haben wir auch. Nice. Wir sehen uns bald wieder, ja? Das war jetzt schon alles. Hä, die hatten doch gesagt, es kommt der große Knall. Wartet mal, Leute. Jetzt muss ich mal eben auf die Star Stable News Seite gehen. Hä? Star Stable News. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Letzte Woche. Was stand da drin? Nächste Woche verfügbar. Die Soul Rider versammeln sich und bereiten sich auf die Schlacht vor. Nee, dann stand das da nicht drin mit dem großen Knall. Ja, aber das ist trotzdem krass. Ich hatte gedacht, jetzt kommt hier noch irgendwas. Und jetzt haben wir einfach nur diese eine Daily. Das ist jetzt irgendwie frustrierend. So minimal. Ach nee, ne? Ja, sonst lass uns vielleicht einfach noch... Wir haben ja noch ein bisschen Luft hier in der Folge. Dann lass uns vielleicht noch das noch mit den Koppelrequisiten machen. In Moorland. Ich möchte ja auch gerne in
Wildwoods mal weitermachen, aber das macht ja eigentlich gerade so gar keinen Sinn, das jetzt anzufangen. Hä? Aber das gibt's doch nicht. Was steht denn in den News drin für kommende Woche? Das würde mich jetzt auch mal noch interessieren. Nicht, dass da dann auch wieder nichts kommt. Nächste Woche verfügbar. Deine Stelle bekommt ein Upgrade. Okay. Das könnte jetzt so einiges heißen. Vielleicht werden die einfach optisch nochmal angepasst. Wobei die eigentlich jetzt schon nicht die unbedingt älteste Grafik haben. Naja, ich bin mal gespannt. Gut, Stacy, gemeinsame Koppelrequisiten. Vielen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ich habe mit dem Reitclub gesprochen und die Bobcats sind sich einig. Du darfst deine eigenen Koppeldesigns entwerfen. Und Freundinnen, die dir helfen, sind willkommen. Ach, warte mal. Das war aber doch auch noch eine neue Quest. Was muss ich jetzt hier machen? Was ist jetzt hier? Das war die Quest? Okay, das war die Quest. Das ging aber auch schon, bevor die Quest da war. Ach, Mensch. Und ich dachte, ich mache jetzt hier noch was Cooles mit euch. Das gibt's doch nicht. Okay, das ist jetzt irgendwie bitter. Naja, gut. Ihr Lieben, dann können wir jetzt eigentlich gerade gar nichts mehr machen. Dann sind wir jetzt schon durch mit der Story. Ich werde mal gucken. Nächste Woche scheinen ja dann erstmal keine neuen Quests zu kommen. Gucken wir einfach mal. Vielleicht können wir dann mal in Wildwoods weitermachen. Ich glaube, dann würde ich auch nochmal Sienna Girl mitnehmen, denn die habe ich noch gar nicht großartig irgendwie irgendwo geritten. Von daher passt das dann ganz gut. Ich verabschiede mich für heute erstmal von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!